Sie haben vor, Ihr Haus zu modernisieren. Unsere Energieberater unterstützen Sie bei Ihrem individuellen Modernisierungskonzept. Unter Berücksichtigung von möglichen Fördergeldern und gesetzlichen Vorschriften finden wir die beste Lösung. Wir beraten Sie beim Heizungstausch, bei Dämmung von Dach und Fassade sowie bei der Erneuerung Ihrer Fenster. Vereinbaren Sie am besten gleich einen kostenlosen Termin zur Erstberatung. ESTV – Videos aus der Region. Ganz herzlich willkommen bei ESTV. Mein Name ist Raphael Dreit und das ist Esslingens einziger Silbermedaillengewinner, Grischa. Wahnsinnige Leistung in Rio. Wie war es, wenn du jetzt zurückblickst? Ja, wie war es, ist eine häufig gestellte Frage. Da tue ich mich schwer, darauf zu antworten, weil es wirklich so umfangreich war und so viele schöne Eindrücke bzw. Erfahrungen, die ich da mitgenommen habe. Wenn ich jetzt anfange zu erzählen, stehen wir wahrscheinlich morgen noch da. Was war denn so das aufregendste Erlebnis überhaupt? Du hast mir ja gerade von dem wirklich nervenaufreibenden Elfmeterschießen erzählt. War es das? Ja, unter anderem das Elfmeterschießen. Für mich war das ja alles komplett neu, dass man ins Stadion einläuft, wo 80.000 Brasilianer drin hocken, die ja, von Beginn an beim Aufwärmen schon die brasilianische Mannschaft so unterstützt haben, wie man es hier aus dem deutschen Stadion, sage ich mal, nicht kennt. Ja, und dann nimmt das Spiel noch einen Lauf, wie es sich wahrscheinlich jeder Fernsehzuschauer wünscht. Wir als deutsche Nationalmannschaft natürlich nicht. Und ja, dann kommst du zum Elfmeterschießen. Und jetzt so mit ein bisschen Abstand dazu kann ich zugeben, dass ich schon froh bin, dass ich nicht schießen musste. Aber ja, nichtsdestotrotz, die Silbermedaille ist unglaublich. Ich bin unglaublich stolz aufs komplette Team. Ja, und es war eine richtig schöne Sache. Ja, was war dann im Stadion los, als der Kollege verschossen hat? Ja, als Nils Petersen dann verschossen hat, ja, hat man schon gedacht, Stadion bricht gleich zusammen. Eigentlich war es unser sicherster Schütze, hat leider nicht so sein sollen. Aber ich denke auch, dass es fürs Land Brasilien ganz gut war, dass die Goldmedaille bei sich behalten haben. Ja. Vor allem nach dem 7-1 bei der Weltmeisterschaft tut es, glaube ich, dem ganzen Land ganz gut. Ja. Wie waren denn die Brasilianer als Gastgeber für euch? Ja, umwerfend. Die waren so offen und so hilfsbereit. Und als Gastgeberland für die Olympischen Spiele, sage ich mal, hätte es für mich keine bessere Nation geben können. Ja. Weil sie halt so sportbegeistert sind, so fußballverrückt. Bei denen ist ja, sage ich mal, Fußball fast eine Religion. Und die haben uns so warmherzig dort empfangen. Das ist echt erstaunlich gewesen. Gab es aufregende Erlebnisse im Olympischen Dorf? Ja, stimmt, das Olympische Dorf war auch so mit ein Highlight. Ja, das ist einfach eindrucksvoll. Wenn man da reinmarschiert, das ist wie eine kleine Stadt, die abgesichert ist wie ein Flughafen, also mit zig Kontrollen. Und dann kommt man rein und lebt quasi in seiner eigenen Welt. Dort gibt es, ja, da gibt es alles. Da gibt es eine Mensa, die ist riesengroß. Da muss ja jede Nation oder jedes Land muss da versorgt werden und alle Bedürfnisse müssen gedeckt werden. Die Griechen wollen ihr Feta-Käse, ihr Griechsjoghurt. Die Afrikaner wollen Fufu, die Chinesen wollen Sushi und so. Das ist schon eindrucksvoll, wenn man da reinmarschiert und die ganzen anderen Athleten dann dort trifft, sieht, wie die sich vorbereiten auf die Wettkämpfe. Und ja, auch wenn man nur so im Olympischen Dorf rumläuft und sieht, jeder macht Sport, jeder trainiert, alle sind durchtrainiert bis zum geht nicht mehr. Ja, dann kommen die Volleyballer entgegen mit einer Durchschnittsgröße von 2,10 Meter und dahinter laufen dann die Turner, solche Kästen. Ja, das war schon geil. Kann man gleich kategorisieren nach Sportart, ja, oder? Nicht immer, aber häufig, ja, klappt das. Wenn du an deine Kindheit hier in Esslingen zurückdenkst, angefangen beim RSK oben, wie ist so der Plan gewesen? Wahrscheinlich nicht irgendwann mal bei den Olympischen Spielen eine Silbermedaille abzuräumen, oder? Nee, auf keinen Fall. Ja klar, sportverrückt war ich schon immer. Auch früher habe ich mir schon die Olympischen Spiele angeschaut, aber als kleiner Junge träumt man natürlich davon. Bei mir war es der Traum von der Bundesliga, dass es mal die Olympischen Spiele werden, hätte ich mir nicht erträumen lassen. Ja, umso cooler ist es quasi. Ich habe früher, glaube ich, ja, die meiste Zeit irgendwie auf dem Kickplatz oder oben auf dem RSK verbracht mit meinen Kumpels, mit meinen Brüdern. Ja, den ganzen Tag nur Sport gemacht. Und dass ich dann selber mal Teil von dem größten Sportevent weltweit bin, ist unbeschreiblich.
So, bevor du jetzt gleich dich ins Goldene Buch der Stadt Esslingen eintragen darfst, einmal ganz kurz noch die Silbermedaille nach oben. Das ist wirklich aus echtem Silber, oder? Ich weiß es gar nicht genau, aber ich glaube schon. Also sie ist relativ schwer, ich weiß nicht, kann ich auch mal in die Hand nehmen. Ja. Und also weißt du, wie viel wiegt die? Die haben ja schon einige jetzt wahrscheinlich angefasst, oder? Von deiner gesamten Familie, Freundeskreis. Ja, man sieht es auch, die hat schon einiges abbekommen. Das war nach der Zeremonie im Deutschen Haus. Da wollten wir die nicht ablegen, weil wir Angst hatten, dass sie halt wegkommen. Deswegen haben wir sie den ganzen Abend beim Feiern umgehabt. Dementsprechend sieht es jetzt auch aus. Die hat schon einige Tanzschritte hinter sich, oder? So, jetzt gucken bestimmt einige junge Sportlerinnen und Sportler zu. Was gibst du denen denn noch mit auf den Weg? Was ist so möglich? Ja, dranbleiben, Gas geben, sich reinhängen. Spaß dran haben an dem, was er macht. Weil ich denke, ohne Spaß bringt man es nicht zu viel. Natürlich, die ein oder andere Trainingseinheit wird keinen Spaß machen, das wirst du gut kennen. Aber ja, wenn man darüber kommt oder über diese Grenze, über diesen Step, dann macht es irgendwann Spaß, wenn man sieht, dass es immer Fortschritte macht. Und wenn man fest an sich glaubt, denke ich, dass alles machbar ist. Dir wünsche ich natürlich alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. ESTV, Videos aus der Region.